Es ist Dezember 2019 und wir sprechen über einen Film, der quasi ein Sommerblockbuster hätte sein können. Es geht heute um den neuen Netflix-Film, der heute am Freitag, dem 13. Dezember, startet, nämlich Six Underground. Regie führte Michael Bay und er zog dieses Projekt Bad Boys 3 vor. Und da dachte ich als erstes, als ich hörte, Bad Boys 3 ist unter einer anderen Regie, dachte ich, schade eigentlich. Aber jetzt kann ich verstehen, warum Michael Bay dieses Projekt vorgezogen hat. Netflix scheint ihn wirklich von der Kette gelassen zu haben. Bay, geh da hin und dreh den Scheiß runter. Und das hat er auch gemacht. Wie ein tollwütiger Hund. Also ich konnte bei diesem Film wirklich den Schaum von Michael Bays Mund spüren und sehen. Anfangssequenz. Es ist direkt, ich glaube, eine Viertelstunde Verfolgungsjagd. Aber was für eine. Mit Schnitten, mit Vollgas, mit der coolsten Mucke, die man finden konnte. Einem Nike-grünen Wagen, den sie da durch Florenz steuern. Nike-grün ist übrigens, so viel ich weiß, die Lieblingsfarbe von Michael Bay. Der hat eine eigene Kamera. Die gibt es nur einmal auf diesem Planeten. Und die ist von der Firma Red. Und die haben ihm extra eine Kamera gebaut in diesem Nike-Grün. Und da ist sogar eine Medaille irgendwie mit Megatron drauf, irgendwas Transformers-mäßiges. Und die heißt Bayhem. Supergeil. Die hat er auch immer beim Dreh dabei. Also wer mal Making-ofs schaut von Michael Bay-Filmen, der wird da den Michael Bay oder vielleicht eine auserwählte Seele mit dieser Bayhem-Kamera rumrennen sehen. Diese Farbe gibt es auch noch mal ein, zwei Mal in dem Film, dieses Nike-Grün. Okay, die brettern da also rum, durch Florenz, Vollgas, es sterben Leute, Autos fliegen durch die Luft über Gemüsestände hinweg, die dann sofort explodieren. Und dann geht es weiter, die sterben, es ist null zimperlich, Blut, Gewaltdarstellung, dann ein Slide um einen Brunnen rum, in super Slow Motion, eine Frau rennt mit ihrem Baby schreiend in super Slow Mo davon, während das Auto sich langsam nähert, driftend. Eine Taube fliegt hoch, auch in Slow-Mo, trifft diese Frau am Kopf. Ryan Reynolds im Schnitt, der aus der Beifahrerseite raus schaut in Slow-Mo, sieht diese Szenerie, er schaut ihr hinterher, als ob das möglich wäre bei dieser Geschwindigkeit, das alles zu erfassen, was da abgeht. Deshalb ja die super Slow-Motion. Und dann ist man nach der ersten Viertelstunde erstmal am Sack. Die Story. Es sind sechs Leute, sechs spezielle Leute, die sich alle haben für tot erklären lassen. Sie haben ihren Tod vorgetäuscht und sie wollen die Welt ein bisschen nicht so scheiße machen. Die suchen sich böse Leute und dann regeln sie die Geschichte. Muss nicht zwingend heißen, dass sie die killen, aber es ist, glaube ich, meistens der Fall. Im Mittelpunkt steht Nummer 1. Die reden sich auch nur mit Nummern an. Nummer 1 wird gespielt von Ryan Reynolds und der spielt halt seinen typischen Ryan Reynolds. Also da gibt's also genauso wie in Killers Bodyguard oder Blade 3 oder ja, ein bisschen Deadpool. Also so in die Richtung eben der typische Ryan Reynolds eben. Und er ist Milliardär, hat sich für tot erklären lassen und finanziert ebenso das ganze Zeug. Und da sind sie halt mit diesem Bruce Wayne Vigilante-mäßig unterwegs. Ihr neuestes Ziel ist ein Diktator, der wirklich sein Land schlecht behandelt und der soll weg. Als Ersatz, also man hat auch tatsächlich einen Plan, als Ersatz soll sein Bruder dann ins Amt gehievt werden. Und sein Bruder ist nämlich genau das Gegenteil. Er ist sehr demokratisch, wird aber von seinem bösen Bruder in Hongkong gefangen gehalten. Und dann beginnt natürlich die Rettungsaktion. Und wie gesagt, der Film, es ist blutig, es wird geballert, getroffen,
Also die Schüsse, die sitzen auch. Und man sieht es. Also der wird nicht weggeschnitten. Okay. Jetzt mal zur Kritik. Hat der Film Probleme? Ja. Der Film ist ein einziger Problemfall. Aber ein schöner. Es ist halt typisch Michael Bay. Es ist sogar noch drüber. Und dieses drüber dürfte vor allem den künstlerisch angehauchten Filmfans too much sein. Da vermischen sich ästhetische Szenen, Bilder und Farben dann auf einmal mit Zero Dark 30-mäßiger Footage, POV, Action-Cam-Footage. Er reizt auch ein bisschen so die technischen Möglichkeiten seiner Cams aus. Also es gibt sehr viele Reißschwenks und dahin. Und das ist dann halt das Problem, dass diese Kameras eben mit einem sogenannten Rolling Shutter funktionieren. Das heißt, die berechnen das Bild nicht als Bild, sondern im Zeilensprungverfahren. Ja, das bedeutet, wenn da oben die Zeilen noch nicht fertig sind, aber also die sind noch nicht fertig, aber es ist schon wieder das nächste Bild, dann müssen die ja noch fertig gerechnet werden. Also es ist ein, kann ich vielleicht irgendwann mal in einer Folge erklären, aber auf jeden Fall verschiebt sich da dann das Bild recht hässlich. Weiß nicht, ob das vielen Leuten auffallen wird. Also schreibt es bitte in die Kommentare. Jetzt, wo ich es natürlich gesagt habe, werdet ihr drauf achten. Vielleicht habt ihr den Film schon gesehen, wenn ihr diese Review schaut. Und falls es euch doch tatsächlich aufgefallen ist, schreibt es doch mal bitte rein. Macht sowas einen Film kaputt? In der Menge ist es auf jeden Fall nicht schön. Ein weiteres Problem ist, es ist halt ein stupider Actionfilm, was nicht das Problem ist. Ich schaue mir auch gern hier die Michael Bay Filme an, Bad Boys und alles mögliche, auch die Transformers Filme. Ist alles cool. Es ist auch mal gut, wenn es Dinge gibt zum Hirn ausschalten und draufgehauen einfach, ja. Das ist nicht das Problem. Das Problem finde ich an diesem Film nur, wenn er dann halt mal umschwenkt. Es gibt da einen Giftgasangriff. Und der zeigt dann wirklich, wirklich richtig, richtig bedrückend, ekelhaft, was da passiert. Wie Frauen, Kinder, Leute, ja, wie die einfach verrecken. Und muss das dann in so einem Film sein? Ich glaube, sie haben das halt eingebaut, weil sie halt definitiv gewusst haben, sie drehen einen leichten oder einen stupiden Actionfilm. Leicht ist er nicht, der, wie gesagt, die hauen ziemlich auf die Kacke. Einen stupiden Actionfilm, aber und bei dem sie es mit der Gewalt übertreiben, das ist noch der Punkt. Aber sie müssen ja dann auch irgendwie rechtfertigen, gegen wen es da geht. Da muss man dann halt auch mal was bringen, was diese Gewalttaten von diesen Jungs einfach rechtfertigen, denn da gibt es halt auch mal den ein oder anderen menschlichen Kollateralschaden. Ja, und um das Ganze aufzuwiegen, hat man eben diese harte Szene reingebracht. Das hat es für mich nicht gebraucht. Des Weiteren, er ist ultra schnell geschnitten. Und ich glaube, es war sogar irgendeine Epilepsie-Warnung vorher, stand da. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Ich habe sie dann nochmal gesucht, aber nicht gefunden. Er ist wirklich sehr schnell geschnitten. Jetzt epilepsiemäßig nicht, aber es wird doch hin und her gecuttet. Dann wird schnell kaum mit, also ohne Überleitung, mal eine Rückblende. Dann springen wir wieder in die Gegenwart. Dann wird irgendwie Beweggründe der einzelnen Protagonisten gezeigt. Hin und her. Also das hat mich doch schon sehr verwirrt und das war anstrengend einfach zu schauen. Also ich finde bei Bad Boys beispielsweise oder Die Insel, da hat man einfach eine gute Zeit. Man schaut sich das an und es ist einfach cool. Auch wenn man die viel Action und viel Geschnitte drin ist. Aber da, die haben da wirklich auf die Tube gedrückt, dass alles zu spät war. Und wie gesagt, die Masse an verschiedenen Kameras, Einstellungen, zack, zack, das war heftig. An sich, wenn man jetzt halt sagt, man ist Michael Bay Fan und man wollte ihn schon immer mal so sehen. Was kann dieser Michael Bay tun, wenn es jetzt nicht um Kinoeinspielergebnisse geht, ja, dann kriegt man halt hier ein Feuerwerk geliefert. Fans von XXX, Crank, Bad Boys, die kommen hier auf jeden Fall voll auf ihre Kosten. Ich könnte mir auch nochmal anschauen, aber wie gesagt,
für die richtigen Filmfans, die einfach Kinokunst sehen wollen, ist der natürlich nichts. Aber welcher Michael Bay-Film ist das schon? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Film fandet natürlich. Und vor allem, weil jetzt meine Stimme gerade am Versagen ist, was ist euer Lieblings-Michael Bay-Film? Das würde mich interessieren. Und dann wünsche ich viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet das bei dieser Review. Dann wäre es schön, ein Like und ein Abo natürlich. Gibt genug, ich sehe es immer in den Statistiken, dass haufenweise Leute sich das anschauen, die kein Abo besitzen. Hey, das tut nicht weh, drückt einfach drauf, kostet euch kein Geld. Ne? Also, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.